Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Hohenstein. Ich begrüße zu meiner Linken den Gästetrainer Steve Hieske, zu meiner Rechten Wilmar Toni Lemke. Wie immer übergebe ich das erste Wort für ein Fazit dem Gästetrainer. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, wir haben über 90 Minuten ein kampfbetontes Spiel gesehen, mit viel Leerlauf in gewissen Situationen. Das ist ganz normal am ersten Spieltag, aber ich denke, ich kann meiner Mannschaft heute ein Kompliment machen. Wenn ich die 90 Minuten zum Fazit ziehe, sage ich, dass wir heute hier verdienten Dreier mitgenommen haben. Man muss trotzdem sagen, es gehört auch ein bisschen Spielglück dazu, klar. Was die Elfmetersituation angeht und sicherlich dann auch nochmal eine Situation, wo unser Keeper da zweimal oder im Nachfassen dann nochmal da ist. Aber wenn ich gerade die erste Halbzeit sehe, mit dem Aluminiumtreffer, mit einer oder anderthalb klaren Möglichkeiten und auch in der zweiten Halbzeit dann nochmal den Pfostentreffer, dann würde ich schon sagen, dass man aufgrund der Zahl dieser Möglichkeiten, die heute nicht unverdient gewonnen haben. Wie gesagt, ich mache meiner Mannschaft ein Kompliment. Wir haben uns im Gegensatz zur Vorsaison, wenn ich da das ein oder andere Spiel gesehen habe, klar gesteigert. Wir haben viel gearbeitet in der Vorbereitung, wir sind noch nie am Ende. Nächste Woche ist ja die Pokalpause bei uns in Sachsen und da haben wir noch ein bisschen Zeit, noch das ein oder andere abzustellen. Aber ich denke, dass wir hier heute nicht unverdient 3 Punkte entführt haben. Meinem Kollegen wünsche ich natürlich viel Glück auch für die restlichen Spiele der Saison. Wir sehen uns ja dann kurz vor Weihnachten nochmal in Hohenstein Ernsthal und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Wie gesagt, ich denke auch, das ist ein relativ faires Spiel, wo man unabhängig von der Situation hier davor, das sind sicherlich Sachen, die nicht passieren dürfen, aber im Umkehrschluss war es ein sehr, sehr faires Spiel und demzufolge sind wir natürlich gut zufrieden, fahren jetzt nach Hause, können 14 Tage noch ordentlich arbeiten und am Ende nochmal Kompliment an meine Mannschaft. Vielen Dank, Steve Hieske. Toni, dein Fazit? Ja, erstmal Glückwunsch an meinen Trainerkollegen. Ich habe gerade schon gesagt, dass es schon ein anderes Gesicht von Hohenstein war. Von daher Glückwunsch-Spiel 3 Punkte. Ja, zum Spiel. Ich fand, dass wir die ersten 10 Minuten recht gut reingekommen sind, aber danach war ein wichtiger Bruch drin. Und da müssen wir uns beim Mesh bedanken, dass wir in der ersten Halbzeit nicht in Rückstand gehen. Also, er hat ein paar richtig gute Dinger gehalten, plus den Aluminiumtreffer. Wir hatten zwar selber auch 1-2 Chancen gehabt in der ersten, aber es waren jetzt keine richtig Hochkaräter oder wir haben es noch nicht geschafft, dort richtig Druck zu machen in der ersten Halbzeit. Die Abläufe waren nicht gut und zweite Halbzeit war es dann schon deutlich besser, immer noch nicht perfekt, aber da waren wir viel öfter im letzten Drittel mit der offenen Stellung und drücken da noch mehr und haben auch eigentlich von Hohenstein relativ wenig zugelassen und dann machen die, wir verschießen natürlich den Meter ab, ich glaube, wenn der reingeht, und wir wieder hier einzeln führen, wir haben auch die 3 Punkte holen. Dann drücken wir weiter und kriegen dann eigentlich aus dem Nichts, sag ich mal, das Tor. Langer Ball, haben da leider das hinten links einen Stellungsfehler. Wenn derjenige dort einfach tiefer steht, dann passiert gar nichts. So kriegen wir dann das Gegentor und drücken trotzdem weiter, haben noch ein paar gute Chancen. Von daher, 2-3 Halbzeit kann ich der Mannschaft jetzt keinen Vorwurf machen, aber erste Halbzeit, da waren schon viele Sachen dabei, die nicht so bestimmt haben. Und mit der roten Karte wurde es dann noch schwieriger. Natürlich hat der Hohenstein noch ein paar Konter reingehabt, weil wir dann Hauptplattform spielen, aber mit ein bisschen Glück hätten wir hinten raus noch das 1-1 machen können und mitnehmen. Aber ja, so ist der Fußball. Das müssen wir runterwischen und weitermachen. Vielen Dank. Ja, danke, Toni. Gibt es noch Fragen an beide Trainer? Keine Fragen mehr? Nächste Woche geht es dann zum Pokalspiel nach Basmarsdorf und die Woche drauf auswärts gegen Merseburg. Ich bedanke mich bei den Anwesenden, bedanke mich bei den Gästetrainern, wünsche eine gute Heimreise. Danke.